48KZX Spectrum. Retro Gaming. Enjoy my channel and have fun. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Das ZX48K Spektakel mit Tomaniac, aber ohne meine Fresse dabei. Und ich war total von den Socken, als ich das hier gesehen habe, nämlich, dass es Kane auch für den ZX Spectrum gibt. Also es gibt sicher einige von euch, die jetzt ausrufen werden, was, das ist ja interessant. Mastertronic hat also tatsächlich auch eine Version für den ZX Spectrum gemacht oder verbrochen, das weiß ich noch nicht, denn ich sehe das hier zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich habe auch noch nicht mehr gesehen. Also ich habe hier noch nichts gedrückt, gemacht, getan oder irgendwas, sondern ich bin nicht weiter, als ihr jetzt momentan mit mir hier zusammen zu diesem Titelbild Start und Practice. Ich hoffe wirklich sehr, dass man das auch mit einem Joystick spielen kann. Ich probiere mal. Kann ich da hier schon was wählen? Oh ja, er hat den Joystick sofort erkannt. Und ich gehe mal direkt auf Start. Und ich bin echt mal sowas von gespannt. Ich hoffe, das Ganze läuft hier vernünftig. Aha, auch da ist er wirklich sehr schön animiert. Dann habe ich mein Fadenkreuz. Und wir müssen gut getimed erstmal hier die Gänse oder die Vögel hier vom Himmel holen. Ich bin mal gespannt auf die Reizszenen. Wenn ich denn überhaupt so weit komme, sonst muss ich ja doch mal ins Practice gehen. Ich bin total von den Socken, dass es überhaupt eine ZX Spectrum-Version von Kane gibt. Es ist hier genauso schwer, die Viecher zu treffen wie in der C64-Version, stelle ich gerade mal fest. Ja, verkackt. Das gibt keinen Taubenbraten. Ne, die sind zu weit weg. Ach, da erwische ich keinen mehr. Da war nix. Man muss so ein bisschen vorhalten, genau. Vor den Schnabel und abdrücken und hoffen, dass man dann einen von denen noch erwischt hier. Ah, knapp vorbei. Aber ich habe zwei, weiß ich nicht, was sind das? Golddublonen. Nein, jetzt kommt die Reizszene. Und, oh, ich bin mal gespannt, wie springt man denn hier? Oh, das ist genauso kacke wie auf dem C64. Ich muss erst mal gucken, wie man... Hier muss ich erstmal ein bisschen Anlauf nehmen. Links. Dreh dich um. Oh, muss man den Hebel nach oben machen oder was? Also ich werde nicht... Ah, das war's schon. Wir gehen mal auf Practice. Ich hoffe, dass ich die einzelnen Szenen hier dann mal sehen kann. Level 1. Bow and Arrow. Right to Kane. Okay. So, probieren wir es nochmal. Ich muss nochmal rausfinden, wie man denn hier springt. Hey, toll, Hebel nach oben war es, glaube ich, nicht. Practice. Das wollen wir doch nochmal sehen hier. Ah, Knopfdruck. Das muss man nur rechtzeitig machen. Je weiter ich den Hebel nach rechts bewege, desto schneller reite ich. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Ich sehe aus wie Zorro. Und ich schaffe es, nicht auf die Umgebung zu achten. Ich hab auf den schönen Cowboy-Hut geachtet und mich gewundert, warum der Reiter sich nicht rauf oder runter bewegt auf dem Sattel. Ja, weil ist so. Genau, aber C64 ist dann ja noch die Musik dabei. Die gibt es natürlich auf dem ZX Spectrum nicht, weil das wäre programmiertechnisch zu umfangreich, um das in den kleinen ZX48K Speicher reinzukriegen. Man muss hier jetzt also nur gut getimed den Knopf drücken und mal sehen, wie weit wir jetzt hier kommen. Bei meinem Glück bestimmt nicht. Warum hat er mich da abgeworfen? Hümmer! Gut, dann gucken wir mal Shootout. Wo ist mein Fadenkreuz? Da unten. Ich muss dann gucken, wo sind die bösen Buben? Ich muss das schnell machen. Habe ich eigentlich unbegrenzte Munition? Irgendwie
Kann ich nicht mehr schießen, warum nicht? Ich kann nicht schießen. Ich habe keine. Aus irgendeinem Grund habe ich keine Schüsse mehr. Ah, man muss an den Bildschirmrand laufen zum Nachtanken. Oh, da habe ich zwei mit einem Streich erwischt. Ich lebe noch. Noch? Ist da hinter der Scheibe eine? Jo. Ja, man muss an den Bildschirmrand laufen. Ah, um schießen zu können. Also um Munition zu haben. Ich muss sagen, ich finde die Spektrum-Version einfacher als die C64-Variante. Oh, da oben ist noch einer auf dem Dach. Knall dich vom Dach. Peng. Drei Schüsse habe ich noch. Reicht das für dich? Ah, jetzt muss ich in die andere Richtung laufen. Und rechtzeitig den Knopf drücken. Und aber aus irgendeinem Grund hat er mich da auch abgeschmissen. Warum? Ich weiß es nicht. Gut, dadurch, dass wir da... Wir wissen es ja jetzt. Gehen wir nochmal einen Durchgang so durch. Also ich muss sagen, das ist... Auch hier, wie flüssig der läuft, ne? Das ist eine recht gute Umsetzung, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Wie immer, eure Meinung hätte ich gerne. Schreibt mir die doch gerne mal in die... Oh, diesmal bin ich aber ganz schlecht. In die Kommentare. Würde mich freuen, was von euch zu lesen. Wie findet ihr diese Version von Kane? Kanntet ihr die? Also ich kannte die nicht. Ich wusste überhaupt nicht, bis jetzt, wo ich das aufnehme, dass es da überhaupt eine Version gibt. Also heute habe ich das rausgefunden und habe mir das direkt mal hier parat gemacht, um das mal auszuprobieren, was ja jetzt hier gerade geschieht. Nee. Oh, den habe ich noch gekriegt. Cool. Cool. Ich bin gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich bin diesmal besser als vorhin. Ah, sprach's und verfehlt. Jawohl, passt. Nee. So, jetzt wieder. Right on. Nicht so. Boah, scheiße. Immer wenn es um was geht, verkacke ich, ne? Ist ja logisch. Dreh dich um. Oh, fuck. Da kriegst du doch gar nicht genug Schwung. Wie soll denn das gehen? Zum Kotzen. Lauf. Oh. So, jetzt möchte ich aber mal ein bisschen weiterkommen hier. Ich glaube, ich komme nicht bis in die Town. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Konzentrier dich. Oh, ziemlich früh abgesprungen. Oh, das war auch knapp. Das war ganz knapp. Ich hatte den Huf schon am Felsen. Junge, Junge, das war schon wieder eng. Kane. Wie weit muss ich noch? Oh, ich hab's geschafft. Das ist das erste Mal, dass ich es überhaupt geschafft habe. Was war das? Wo sind sie? Da unten. Im Store haben die sich versteckt. Mal nachladen. So. Da oben ist was. Auf der Veranda. Ist der da noch? Ja, da kommt er wieder. Man shot. Man left. Noch drei. Noch drei böse Buben muss ich erwischen. Kann ich auch links rauslaufen zum Auftanken? Nee, ich muss nach rechts. Ich kann nicht mehr schießen. Jetzt wird's eng. Ich muss wirklich nach rechts. Ich kann nicht nach links. Zum Munition tanken. Okay. So. Ich habe das Gefühl, ich darf da nicht in diesem Busch hängen bleiben oder was. Ich habe keine Ahnung. Gut.
Aber ich bin tatsächlich mal einmal bis ins letzte Level gekommen, bevor es dann schwieriger losgeht. Kane auf dem ZX-Spektrum, ich muss sagen, ich bin begeistert. Absolut positive Überraschung, meiner Meinung nach. Doch was meint ihr zu dem Game? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr das honoriert mit einem Däumchen nach oben. Ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, lasst mir ein Like da oder ein Abo. Wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe von Floppy Discovery oder Zock mal wieder oder das ZX48K Spektakel. Macht's gut, euer Tomaniac.